Schwestern. Hallo. Heute zeigen wir euch die Super Geekbox. Genau. Und jetzt machen wir auf. Ich glaube, Hanna braucht ein Kissen, wenn sie auf dem Stuhl sitzt. Ja. Irgendwie siehst du ziemlich klein aus. Du bist ja auch klein. Guckt. Wir können schon mal reingucken. Trommelwirbel! Hä? Oh, kommen die T-Shirts jetzt in Geschenkpapier? Oh, wow! Zusammengerollt? Das ist aber groß. Aber was ist drauf? Ist es ein Vogel? Ist es eine Maus? Ist es ein Computer? Piratenschiff. Weil hier ein... Das ist tatsächlich, da ist ein Piraten, ein Totenkopf und da steht Zombie Annihilation Squad. Eieieiei, das hat was mit Zombies zu tun. So riesig ist es. Zombies kennst du gar nicht, ne? Okay, muss sie auch nicht. So. Oh, was ist da? Und da sehe ich jetzt gerade. Hol zuerst was Kleines raus. Zwei oder was hast du da? Ich habe zwei Sachen. Und das eine ist. Oh, hier ist noch ein. Guck mal, ich glaube, das ist ein Magnet, ne? Und hier ist noch ein Aufkleber. Ich suche die Karte. Das ist die aus Februar. Hä? Aus Februar? Tatsächlich? Hatten wir nicht die Februarbox schon? Nein. Ich hätte jetzt gedacht, das ist die Märzbox. Die beiden sehen gleich aus. Du hast da ein Zipperpull. Weißt du, was das ist? Nein. Das kannst du an deinen Reißverschluss, glaube ich, ranmachen. Wenn du zum Beispiel eine Jacke hast, dann hast du ja deinen Reißverschluss da. Und das kannst du an den Reißverschluss machen, dann hängt das immer da und da kannst du dann dran auf und zu machen, deine Jacke. Verstehst du? Auf und zu, auf und zu. Apokalypse. Oh, ich fange erst mit dem Kleinen an. Oh, Das ist ein Lufterfrischer und der soll nach Leben riechen. Kriegst du den auf? Den kann man zum Beispiel ins Auto hängen. Soll ich mal aufmachen? Ja, der gehört Den kann man ins Auto hängen und dann sollte es eigentlich gut riechen. Das riecht nach Kaugummi, nach ordentlich pfefferminzigen Kaugummi. Nach Pfefferminz, stimmt? Ja. Also auf jeden Fall frisch. Also es gibt, ich glaube, es gibt schlimmere Düfte. Müssen wir irgendwo hinhängen, wo es müffelt. Das riecht nicht gut. Das riecht nicht gut und dann hängst du deinen Rüssel trotzdem wieder dran. Hier. So, letztes. Und da haben wir jetzt Daryl Dixon. Das ist aus einer Fernsehserie über Zombies. Allerdings schauen wir die nicht. Natürlich schaut Hanna die nicht und ich gucke die auch nicht. Papa auch. Nee, ich glaube auch nicht. Das ist zum Sammeln. Limited Chase Edition, also eine limitierte Edition. Und ich bin froh, dass wir den Kerl hier haben und nicht. Ich zeige euch mal die andere Variante, die man hätte haben können. Den da mit dem Pika im Auge. Dann habe ich doch lieber den leicht bekleckten Jungen da. Warum hat der hier rote Punkte und der auf dem Bild hat keine roten Punkte? Aber unser hat rote Kleckse. Siehst und du das? Guck mal, hier hat er auch keine roten Kleckse. Und hier drauf. Aber unser hat rote Punkte. Welcher ist denn so unseres?
Mit der schwarzen Weste. Mit den kurzen Haaren. Der heißt Daryl. Gut, dann war das die Februarbox. Die hängen immer ein bisschen hinterher, weil die kommen ganz aus Amerika, diese Boxen. Also diese hier zumindest, aus Los Angeles, glaube ich, stand da. Und die sind natürlich eine ganze Weile unterwegs, diese Boxen. Es riecht überall nach Pfefferminz jetzt. Das war knapp. Oh, deine Haarspange hängt. Mach mal deine Haarspange. Deine Haarspange hängt da ganz unten, Hase. Mach sie mal bitte kurz ab. Das ist schon ein Ohrring, der da unten hängt. Das war unsere Super Geek-Box für den Monat Dezember. Nö, so weit hinken wir nicht hinterher, für Februar. Ja. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss.